Ein Flohmarkt im Norden von Paris. An den Verkaufsständen immer wieder Angebote gefälschter Markenprodukte. Taschen, T-Shirts, Smartphones und Sportschuhe von allen namhaften Herstellern. Dass es sich um Fälschungen handelt, daraus machen die Händler hier keinen Hehl. Sind die original? Nicht original, aber sehr gut gemacht. Sind die echt? Eine erstklassige Imitation. Dass hier immer noch ungehindert Fälschungen verkauft werden dürfen, ist erstaunlich. Denn auch Sherif Kouachi verkaufte hier zum Beispiel gefälschte Nike-Turnschuhe. Er ist einer der Attentäter auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo im Januar 2015. 11 Menschen starben. Der französische Terrorexperte Jean-Charles Brissard hat den Fall untersucht. Mit dem Verkauf gefälschter Produkte finanzierten die Kouachi-Brüder die Waffen für den Anschlag. Geld aus Produktpiraterie für Terror, kein Einzelfall. Analysieren wir die Anschläge und Anschlagspläne der vergangenen Jahre in Europa, dann müssen wir feststellen, dass sich die Attentäter selbst finanziert haben. Oft finanzieren sie sich über Schmuggel und gefälschte Produkte. Dem Bayerischen Rundfunk liegen Belege über rund 30 Transaktionen von Sherif Kouachi vor. Auf chinesischen Internetseiten, ähnlich dieser hier, bestellte Kouachi gefälschte Produkte. Per Post ließ er sich die illegale Ware an verschiedene Adressen in Frankreich liefern, auch hierhin. Mit dem Verkauf online und auf dem Flohmarkt verdiente er mindestens 30.000 Euro. München. Jochen Schäfer vom Weltverband der Sportartikelindustrie ärgert, dass der Handel mit Produktpiraterie in Europa trotz nachgewiesener Verbindungen zum Terror immer noch wie ein Kavaliersdelikt behandelt wird. Es ist erwiesen, dass Terrororganisationen das als Instrument der Finanzierung nutzen. Die Gesetze allein sind es nicht. Wenn nicht die auf dem Papier stehen und nicht angewandt und durchgesetzt werden, nützen die gar nichts. Er appelliert auch an die Verbraucher, keine Fälschungen zu kaufen. Denn man könne nicht ausschließen, dass Terroristen mit diesem illegalen Geschäft den nächsten Anschlag finanzieren.